Mario. Hallo Leute, willkommen zu dieser Folge Clash of Clans. Heute zeige ich euch ein paar der neuen Truppen, die vielleicht bei Clash of Clans rauskommen könnten. Auf Platz 1 habe ich den Babydrachen. Und ja, das wäre schon ziemlich cool, wenn so eine Truppe rauskommen würde, die ungefähr 20 Damage macht, die ungefähr. Und ja, ziemlich schnell. Und ja, auf dem zweiten Platz haben wir dann den Wurm, der jetzt eingeblendet wird. Der Wurm, der, ja, der macht einiges an Schaden und alles, ne? Würde ich sehr cool finden. Halt als dunkle Truppe, weil es ja schon ziemlich viele dunkle, weil es normale Truppen ja gibt. Das wird, ja, dann, das wird nicht richtig reinpassen. Irgendwie. Ja, diese dunkle Truppe hier wäre der Turtle, den finde ich ja ziemlich cool, ne? Und ja, 45 Schaden, 5500 Leben, das ist dann ja ziemlich cool. Klar ist er nicht besonders schnell, aber hat dann schon ziemlich viel Leben. Die nächste Truppe ist eine der Sensenmann. Der Sensenmann, man muss Rat 10 haben und die Lager alle auf 8, glaube ich, um den zu besitzen. Da 5000 Schaden, 78.000 Life. Ziemlich übertrieben, aber extrem, extrem, Leute, extrem geil. Ja, der nächste, den ich am liebsten mag, ist der Ultra-Packer. Ja, der nimmt 40 Platz, macht 800 Damage. Ja, und kann 1800 live. Okay, das war's dann für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss, Leute, vergesst den Kanal nicht kostenlos zu abonnieren, keine Videos mehr zu verpassen. Bye.